Das Motto des 9. Unternehmertages, der am 27. März in Vaduz stattfand, war unternehmerisch zu neuem Wachstum. Wir haben so viele wertvolle Standortfaktoren, sei es Steuerklima, sei es die kurzen Wege in der Verwaltung, sei es die attraktiven Lebensqualitätsfaktoren bei uns. Der Katalog ist ellenlang. Wir sind stolz darauf und wir müssen es noch mehr unter die Leute bringen. Und dort arbeiten wir mit Liechtenstein Marketing zusammen daran, das noch besser im Ausland uns bekannt machen. Als ehemalige Wirtschaftsministerin haben wir natürlich einerseits mit Liechtenstein immer viel Kontakt gehabt im Rahmen der EFTA. Wir versuchen zusammen ja in diesen Freihandelsnetz versuchen, für die Wirtschaftsunternehmen bessere Rahmenbedingungen, besseren Marktzugang zu ermöglichen. Das funktioniert sehr gut. In dieser Funktion haben sie ja immer vor allem die Firma Hilti natürlich dabei als Paradeunternehmen sicher von Liechtenstein. Aber ich denke, das ist eine enge Verflechtung. Viele Schweizer arbeiten ja auch in Liechtenstein. Und wir haben sehr viele ähnliche Bedingungen, ähnliche Vorstellungen. Also ich glaube, das geht wirklich weit über die Finanzwirtschaft raus, dass man da eng zusammenarbeitet und versucht, dass Kleinstaaten zu bestehen in diesem globalen Wettstreit. Wenn es darum geht, was für Unternehmen das man ansiedeln soll, ist die Frage, ist Industrie das richtige Stichwort? Industrie ist wichtig, wir haben schon sehr viel Industrie. Mein Hauptanliegen ist vor allem, die Industrie, die wir haben, hier zu behalten und eventuell noch wachsen zu lassen. Bei den Ansiedlungen denke ich, muss man auf ganz hohe Wertschöpfung setzen, auf sehr innovative Betriebe, vielleicht auf neue Keimzellen für künftige größere Firmen, weil wir haben enge Platzverhältnisse, wir haben Fachkräfteprobleme. Darum, ich glaube, die Ansiedlung von größeren Industriebetrieben, es ist sicher nicht das Ziel der Regierung, sondern die Pflege von denen, die da sind und neue Keimzellen herholen. Der Staat ist für vieles verantwortlich. Er kann die Wirtschaft behindern oder kann schauen, dass sie möglichst frei sich entwickeln kann. Für mich ist das immer Bildung, Forschung. Das ist eine Staatsaufgabe, die wichtig ist, dass sich jeder einzelne Mensch kann gut ausbilden kann, weiterkommen kann. Dass man auch die Wirtschaft unterstützt mit Forschung, die für ein einzelnes Unternehmen, vor allem für KMU, zu teuer wäre. Und eben die Infrastruktur, so ein bisschen eine Grundversorgung vom Stromnetz, eben das Bahnnetz, zum Postnetz, zum Strassennetz. Ich glaube, das sind einfach so Grundbedürfnisse der Bevölkerung und damit auch der Wirtschaft, wo der Staat eine Rolle spielt. Es nützt nichts, wenn man gut ist, das aber die Leute nicht wissen. Also geht es so darum, im Sinne von Marketing, gerade im Ausland bekannt zu machen, wie attraktiv wir sind für neue Unternehmen, für ganz spezifische Branchen, für sehr innovative, wertschöpfungsintensive Firmen. Das ist sicher eine Aufgabe, die der Staat hat. Eine Firma gründen, eine Firma betreiben, das ist nicht die Aufgabe des Staates, das muss die Unternehmer selber machen.